Moin Moin und willkommen zu Defiance. So, wie Torchlight vorhin angekündigt, das hier wird viel schneller online gehen. Kleines Let's Show mit Ari, der wahrscheinlich alias Asmodin, oder war der Name gerade vergeben? Wir befinden uns. Ich musste ihn nur anders schreiben, ja? Ich habe ihn wiedergekriegt. Okay. Wir befinden uns gerade mehr oder weniger beide in der Charaktererstellung. Wir werden auch nicht, wie es aussieht, direkt im Tutorial zusammenarbeiten können. Das geht anscheinend nicht. Ich verstehe diese Spiele nicht, die zumindest die Musik lauter machen, die stand in der Standardeinstellung, als ja. Zumindest war das vor einem Jahr so von dem Let's Play, was ich mir heute angeguckt hatte. Ja. Die das damals sich angeschaut hatten, als das rauskam. Dass das nicht ging, aber vielleicht geht das ja mittlerweile. Wir werden es sehen. So, schauen wir uns mal das Video an. Dann bin ich jetzt ruhig. Genau. Stimmen sind zu leise. Hört zu, Leute! Wir haben die Golden Gate passiert. Wir sind in Kürze vor Ort. Ihr habt 10 Minuten, um den Rest der Ausrüstung zu sichern und euch auf die Landung vorzubereiten. Wiederhole! 10 Minuten bis zur Landung, Leute! Die Antwort ist nicht akzeptabel. Muss ich daran erinnern, wer ich bin? Was zum Teufel ist hier los? Das Protokoll ist mir egal. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Also will ich, dass ihr das auch tut. Wegtreten, Gefreiter. Was ist das Problem von Bach? Bring deine Männer auf Kurs, Captain Grant. Ich will meine Ausrüstung haben. Die Jäger und ich brechen auf, sobald wir landen. Die Republik Erde ist kein Lieferservice. Ihre Ausrüstung ist verpackt und es ist keine Zeit, sie zu suchen. Setzen Sie sich bitte. Mit Verlaub, Captain, aber dein Befehl lautet zu tun, was ich sage. Meine Befehle kommen von ganz oben. Leute in Uniform aus Manhattan, wie ich. Und sie lauten, sie bei der Suche nach der angeblichen Architekt zu schützen. Angeblich? Das trifft es nicht ganz, Captain. Siehst du das? Mit diesem Archenkern und dem Rest der Technologie aus der Bay Area werde ich diese Welt erneuern. Und ihr Held werden, natürlich. Das hier ist Sperrgebiet. Setzen Sie sich wieder. Wenn der Ausrüstung was passiert, bezahlen das deine Vorgesetzten. So ein Arschloch. Bewegung, Leute! Die Zeit läuft! Was ist das hier? Ein Schlafsaal? Alle auf ihre Plätze! Ihr zwei da! Los! Kein Problem, Cap. Du auch! Dieses ganze Duzen hier, das ist, glaube ich, miserabel übersetzt aus dem Englischen. Während des Intros. So Speziesgeschlecht, also männlich, weiblich, oder wir haben Eratia. Die sehen so komisch und hässlich aus. Nee, nee, also wenn dann ein Mensch. Herkunft, Veteran, Überlebenskämpfer, Gesetzloser, Mechanist. Was nehme ich? Perfekt für den Nahkampf, nee. Überlebenskämpfer, was hast du genommen? Den Gesetzlosen. Ja.
Geil. Ein vernünftiger Shooter im Multiplayer-Modus. Ja. Seit wann droppen die hier was? Folgt. Soll ich Mechanist nehmen oder Überlebenskämpfer? Beides sagt mir zu. Also ich hätte dich gerne als Überlebenskämpfer, weil das ein, der als Scharfschütze ja relativ schnell ein Scharfschützengewehr hat und ich denke, das ja. Dann nehmen wir das. Könnte praktisch sein, aber ich weiß es halt auch nicht. Du musst halt sehen, was dir mehr zusagt im Endeffekt. So, nehmen wir das. Und Rest darf er anpassen. Hässlich sieht alles aus, weiter. Ach, da kann man nachher noch Feineinstellungen machen, Paar. Ja. Meiner hat das Gesicht zum Beispiel komplett zugetaggt. Ich drücke so lange auf weiter, bis mir halbwegs was zusagt. Ach, ich bekomme noch gar keine Erfahrung zu diesem Zeitpunkt. Was, ja, toll, ich knall dir die ganze Zeit Sachen ab. Das wird mir gar nicht gut geschrieben. Nee, ich stehe nicht so auf Bemalungen. Bestätigen. Ich habe Kriegsbemalung, ich habe ein blindes Auge und ich hätte einen Scharfschütze nehmen sollen mit einem blinden Auge, aber man konnte leider keine zwei blinden Augen wählen. Für einen Scharfschützen, der so zwei weiße Augen hat. Ja, blind. Jetzt, Archenjäger! Moment, Captain. Der da trägt nicht deine geliebte Uniform. Sie empfangen keine Befehle von dir. Die Frage ist nur, wie ich die werfe. Landung in 10! Anschnallen! Ich habe dir dein Ego-Implantat noch nicht erklärt. Also, wir müssen... Jetzt kommen die Ego-Fähigkeiten. Was zum Teufel? Captain, man braucht dich auf der Brücke! Ich setze mich wohl lieber. Wenn wir landen, geh nicht weg. Ohne ein komplettes Briefing kann die Ego-Aktivierung etwas holprig verlaufen. Ganz ruhig. Das sind nur Turbulenzen. Vollkommen normal. Von wegen. Wir gehen alle drauf. Sie ist eigentlich ganz nett, wenn man sie besser kennt. Geil. Der Psycho ist total geil. Alarm. Rumpfintegrität beschädigt. Evakuierung. Festhalten. Eingeleitet. Wir stürzen Alarm. Rumpfintegrität beschädigt. Evakuierungskapselstart. 1, 2, das Interessante bei Defiance, oder das Besondere daran war ja, dass es mit einer Serie verbunden sein sollte. Ja. Und sich die Ereignisse so ein bisschen wechselwirken sollten. Dann werde ich ja mal in die Serie reinschauen müssen, um das abzugleichen. Also man konnte da schon sehen, welche Leute da als Schauspieler mit bei sind. Okay, jetzt kommt's, da müssen wir uns absprechen, da warte ich auf dich, bis du soweit bist. Welches Ding okay. Öffnet diesen Scheiß? Ich bin gerade runtergefallen. Cool. Heilige Stadt. Ja, es gibt verschiedene Ego-Fähigkeiten, da kommst du gleich hin. Ja. Und da sollte man sich ein bisschen beabsprechen, welche du jetzt nehmen willst. Okay. Mir ist es, glaube ich, ziemlich egal. Ich habe die Landen sehen, wenn man das so nennen kann. Das war mehr ein Absturz als eine Landung. Ich dachte, du bist nur noch Brei. Was tust du denn? Wow! Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Wobei, welchen hast du jetzt genommen? Den Überlebenskämpfer? Ja. Ja, dann wird für dich wahrscheinlich hier, Tarnung am schlausten sein. Bevor du umkippst. Oh, ich sollte da ja auch bald sein. Beule geholt. Also ruh dich aus. Ganz locker. Ich sehe nach, ob sonst jemand Hilfe braucht. Also die Synchro finde ich schon suboptimal. Du solltest dich nach Waffen umsehen. Die Anwohner sind nicht gerade Schambolzen. Sollte aus diesem Let's Show doch nochmal ein Let's Play werden. Hallo? Das wird sonst irgendwie schon gehen. Jetzt hörst du mich. Ich spüre Nervosität. Kein Grund. Ich bin das endogene Online-Gerät, das in deinen Körper injiziert wurde. Du kannst mich Ego nennen. Bitte entschuldige. Ich habe Probleme bei der Aktivierung der Subroutinen, also könnte es zu Beginn etwas holprig sein, aber ich kümmere mich darum.
Wir haben eine Menge zu besprechen. Also fangen wir an. So, jetzt sind wir im Spiel. Es sieht doch ordentlich aus, das muss ich lassen, für Online-Titel vor allem. Wir müssen von Bach finden, aber zuerst müssen wir dich ausrüsten. Okay, Sachen. Von Bach Industries hatte Abwehrtechnologien an Bord des Stratoträgers. Ich habe einen Ort auf der Karte markiert, wo wir sie finden können. Dieser komische Geist wird anscheinend von einer Dreijährigen gesprochen. Okay, hier haben wir kleine Krabbelkäfer. Habe ich noch andere Waffen? Nee. Zumindest noch nicht. Hier kann ich noch nichts. Moment, da muss noch was sein, da. So. Ah, muss man gedrückt halten. Ausrüstungskiste. So. Großartig. Sobald du damit ausgerüstet bist, kann ich damit den Schild aktivieren. Automatische Pistole. Gut, eine andere habe ich anscheinend nicht. Schild. Okay. Die Schilde sind aktiv. Wir brauchen noch eine andere Waffenoption. Ich orte das Signal eines abgestürzten mobilen Arsenals. Schnell! Wir müssen die benötigte Ausrüstung so schnell wie möglich lernen, damit wir die Suche nach Van Bach starten können. Dann stand hier gerade ein anderer vor mir. Wir können doch zusammenspielen im Dingens. Ah, cool. So, kann ich das nicht einsammeln? Das sieht so nach. Ich muss jetzt hier mal unter die Option gucken. Wie heißt du? Asmodin. Versuch mal hier kurz. Spielersuche ist noch nicht aktiv. Ich muss gerade zur Waffenkiste und dann können wir uns weiter absprechen und Co. Ja, ist kein Thema. Ich bin eh gerade in der Tastenbewegung. Okay. Schau mal gerade, was so Karte und Co. für ein... Wenn ich mich nicht bewege, bin ich halbwegs zielgenau. Was ist denn hier? Hier ist so ein I. Oh, Munition. Okay. Ich jetzt. An Treffsicherheit und Reichweite ist das Präzisionsgewehr unübertroffen. Ein gut gezielter Schuss und der Gegner ist erledigt. Wunderbar. Unterschiedliche Situationen erfordern verschiedene Waffentypen. Deshalb solltest du dich schon mal daran gewöhnen, zwischen Primär- und Sekundärwaffe zu wechseln. Da hat auch eine leichte Zielunterstützung. Ich orte Sprengstoff in der Nähe. Den können wir gut brauchen. Ich markiere dir die Stelle auf der Karte. Hier mit so einer Pistole auf Distanz schießen, das ist ein bisschen verrückt. So, ich habe jetzt endlich mein Schützengewehr. Okay, da geht's als nächstes hin. Da müsste ich dann gleich auch stehen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich die Ego-Fähigkeit... Mal sehen, vielleicht fällt mir das ja gleich auf. Ja, da stand dann vorhin 1 drücken. Okay, geht wahrscheinlich einfach jetzt gerade noch nicht. Die Kuh wird schnell gewechselt, okay. Vor allem habe ich eine Schrotflinte am Anfang. Diese Vorratskapsel enthält Granaten. Schnapp dir eine und rüste sie aus. Granaten kriege ich jetzt erstmal. Ah, dann bin ich doch nicht. Ich denke, du weißt, wie das funktioniert.
Zieh den Stift, wirf und mach dich aus dem Staub. Wie rüste ich die aus? Mit welcher Taste? Wenn du L und dann kannst du das ausrüsten. Wir sind ausgerüstet. Jetzt ist es an der Zeit, deine Ego-Fähigkeiten zu trainieren. Ausgerüstet ist es. Ich will, womit ich sie werfe. G für Granate. Halte dich genau an die Anweisungen, um die Fähigkeiten zu aktivieren. Wir fangen ich töte die ganze Zeit Tiere, die eigentlich nichts machen. Dich für Gegner die hauen sogar ab vor allem. Nutze diese Fähigkeiten, die bringen auch noch nicht mal Erfahrung. Also die Gegner, die du hier umbringst, bringen dir keine Erfahrung. Und anzugreifen. Auch wenn das da steht, die wird dir nicht angerechnet. Ja. Tarnung muss aktiv sein, um dich hinter die Projektionen zu schleichen und anzugreifen. Okay, Tarnung finde ich nett. Jetzt testen wir die Überladenfähigkeit. Damit richtest du deutlich erhöhten Schaden beim Gegner an. Achso, wenn es bei der Tarnung ist, dann musst du hier vor mir. Ah, du stehst nicht vor mir. Nee, dann sind die Areale nicht mit so weit überflutet. Dann können da immer nur ein paar Leute zusammen spielen. Ja. Also, ich teste gerade die Ego-Fähigkeiten. Ja, sonst hätte ich jetzt genau bei dir gestanden, eigentlich. Schalte die Projektionen aus, während dein Köder sie ablenkt. Köder, naja. Feind kritisch getroffen. Die Fähigkeit Bionischer Sprint ist aktiv. Damit können wir uns extrem schnell bewegen und sind im Nahkampf stärker. Rase auf die Projektionen zu, während die Fähigkeit aktiv ist. Ich verteile die ganze Zeit Kopfschüsse voll gut. Kritischer Treffer, zwei Schüsse tot. Aktiviere den bionischen Sprint und attackiere die Projektionen mit Nahkampfangriffen. Sehr gut. Wähle eine Ego-Fähigkeit, damit ich sie integrieren kann. So, K. So, ich habe Köder. Plünderer stiehlt mir Munition. Regeneration oder Tarnung? Bionischer Sprint, Tarnung, Überladung. Also ich nehme Tarnung. Ja. Gute Wahl. Unentdeckt kann man unerwartet und unbemerkt vorgehen. Ich empfange ein Signal. Ich stelle es durch. Hört mich jemand? Ich brauche hier unten Hilfe. Die Mutanten scheinen sich zum Angriff zu sammeln. Oh nein. Wir müssen ihr helfen. Geil. Die Schrotflinte macht richtig Spaß. Die fliegen richtig weg, die Jungs. Und die hat jetzt auch 12 Schuss. Vollautomatisch. Hier so eine schöne Spaß. So, wo ist die Uschi, die gerettet werden muss? Da oben. Boah, ich hätte den Sprint wählen sollen. Geschafft. Laut meinen Messungen sind diese Kreaturen eigentlich Menschen, aber ihre DNS ist stark mutiert. Ah ja, stark DNS mutierte Menschen. Auch gut. Gegner eliminiert. Wenn sie meint. Das Lustige ist, dass mein Charakter im Nahkampf mit seiner Pistole zuschlägt, obwohl der hinten im Gürtel ein riesengroßes Messer stecken hat. Da verliere ich immer den Glauben an die Designer von solchen Sachen. Feind kritisch getroffen. Oh. Ach, die spawnen hier aber auch ein bisschen schnell. Ja, ich stand einfach nur an so einem Spawn-Point. Die Verbindung ist abgebrochen. Erneut versuchen. Und die lassen euch wirklich was liegen. Ich frag mich gerade, wie das mit dem Loot hier. Jeder bekommt seinen eigenen Loot. Okay. Ach, soll ich ja.
Pflanzenquatsch, ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich kann die meisten Computersysteme hacken. Geh zum Thoriumreaktor und ich sehe zu, was ich tun kann. Ich fliege die ganze Zeit aus den Servern. Jetzt auf einmal. Okay. Ach Gott. Ausgezeichnet. Ich konnte das spaltbare Material reaktivieren, sodass der Reaktor überladen wird und die gesamte Basis von der Landkarte fegen wird. Wir müssen nur aufpassen, dass die Mutanten nicht eingreifen. Der Reaktor wird überladen. Weiter so. Ja, was soll ich jetzt sehen? Beschütze den Reaktor. Okay. Ah. Neutralisiert. Okay, es laufen dann Viecher hin. Ich glaube, ich muss einfach nochmal neu starten. Hast geschafft. Halte die Mutanten vom Reaktor fern. Das Ding geht gleich hoch. Nichts wie weg hier. Das Lustige ist bei meinem Charakter, da sind die Arme so komplett tätowiert und sowas. Das sieht so aus, als wenn er so diese Anzieh-Tattoos anhätte. So, wir sind gerade in die Luft gegangen. Ja, da war ich gerade eben auch. Da ist das Spiel abgeschmiert. Und jetzt stehe ich hier immer in der Welt ohne Gegner. Dann bin ich mal gespannt, ob das bei mir genauso aussieht. Ich komme nicht mehr auf die andere Seite, wo das irgendwo man gerade eben war. Ich habe das noch nie in der Aktion erlebt. Habe halt auch gar kein Quest weißt gerade. Ich glaube, wir sind ein unschlagbares Team. Mit etwas Hilfe kann man an diesem irren Ort weiter. Ich fliege aber auch immer wieder raus, weil ich keine Verbindung aufbauen kann. Die werden Hilfe brauchen. Wir bleiben bestimmt in Kontakt. Archenjäger. So, mal sehen. Bei mir jetzt auch abschmiert. Geladen, gesichert und bereit loszulegen. Viris has another contract available and he's offering more than usual, which is suspicious. So, also hier ist definitiv so ein Gebiet, wo andere Leute sind. Und jetzt ist die Uschi auch, Meine Systeme haben einen Schwellenwert erreicht, der Verbesserungen verfügbar macht. Du kannst jetzt eine Ego-Einheit erhalten. So. Jetzt die Uschi auch was? Wir müssen herausfinden, ob Herr von Bach überlebt hat. Sie war gerade, Englisch. Ich empfange Signale von ein paar E-Werk-Pots. Hoffen wir mal, dass einer von Bach gehört. Ich spreche gerade die ganze Zeit immer vom Server runter. So, haben wir da jetzt einen Punkt bekommen? Ich glaube ja. Boah, diese... Ich wollte gerade sagen, ich stand hier, jetzt stand da die Warteschlange, 35 Leute. Jetzt reicht's. Gedanken wurde ich schon sauer, okay. Bei League of Legends ist das natürlich was anderes. Da steht dann in der Warteschlange mal eben 30.000 oder 300.000. Dann weißt du, kannst du schon was zu essen machen, vielleicht ein anderes Spiel nebenbei erstmal spielen. Ja. Ah, hier bin ich. Ah. Von hinten mehr Schaden zu. Wenn du 2 Meter über dem Feind befindest, nee. Allgemein in Hocke mehr Schaden, das macht, glaube ich, mehr Sinn. So. Ausgeschaltet. Was haben wir? Suche Iwak. Punkt. Gnadenschuss. Ich frage mich, was hier diese leuchtenden Dinger sind. Doch Geld. Oder es ist... Du kommst immer noch nicht rein? Ich bin drin doch jetzt. Okay, so, jetzt schaue ich nochmal wegen Leute so Spieler suchen. Da, schnelles Spiel, nee, Güterbahnhof, Kai, Observatorium, nein. Co-op. Achso, hier kann man Sachen im Co-op machen.
Das ist es auch nicht. Ich schaue gerade mal nach Freundesliste oder so. Sozial. Bin ich nicht, aber gehe ich trotzdem mal rein. Clan-Chat. Ja, Freunde, ist nichts drin. Das weiß ich. Ich würde da gerne einen hinzufügen. Du. Wo stehst du denn ungefähr gerade? Kurz vor da, wo es dann zur Straße geht. Wie heißt dein Charakter? Ich stehe auf der Straße. Moment, wie heißt dein Charakter? Ich bin gerade in der Suche dran. Asmodin. Asmodihn. Dihn, okay. Ja, ich muss ein bisschen... Keine Ergebnisse, super. Moment, vielleicht sehe ich dich gleich. Wie mache ich denn die Suche? Das war oben unter Sozial. Du sitzt... Hattest du denn gewechselt auf Europa am Anfang? Und bist nicht in Amerika? Da habe ich nicht extra ausgewählt. Dann wirst du wahrscheinlich in Nordamerika sein, okay. Und nicht in Europa. So, liebe Leute, wir machen hier mal einen kleinen Cut, um uns zu finden. Bis gleich.